Moin, moin, meine lieben Steam Deck-Freunde draußen. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt auf Steam Deck Checker. Ich bin's, euer Fabian. Und heute schauen wir uns mal den Nachfolger von einem Spiel an, was ich abgöttisch geliebt habe, und zwar Punch Club 2 Fast Forward. Ein schönes Simulationsspiel mit Retro-Flair und natürlich 80er-Jahre-Vibe. Das Spiel habe ich unter anderem auch 25% günstiger bei meinem Partner MMOGA geschossen. Schaut ruhig mal den Link in die Videobeschreibung. Ansonsten gönnen wir uns das Spiel mal heute und ich habe sogar einen kleinen Gast heute bei mir. Also lehnt euch zurück und genießt das Video. So, liebe Freunde, wie gesagt, heute schauen wir uns mal Punch Club 2 Fast Forward an. Den ersten Teil habe ich auch rauf und runter gezockt. Hatte ja auch ein Cliffhanger-Ende. Und deswegen bin ich ganz gespannt, wie es hier weitergeht. Und ich habe heute einen Gast da bei mir. Mein Sohn, wenn ihr das Video seht, feiert er gerade seinen 6-jährigen Geburtstag. Gratulationswünsche gerne in die Kommentare. Er sitzt hier im Hintergrund, wollte mal zusehen, wie Papa ein Video macht. Also wenn er ihn mal lachen oder kichern hört, weil der Papa wieder einen blöden Spruch gemacht hat, dann wisst ihr, von wem es kommt. Von meinem größten Schatzi, meinen Leon. Ich habe meine Tochter natürlich auch lieb, falls ihr zuschaut. So. Okay. Liebe Freunde, schauen wir mal erstmal in die Einstellung. Wir nehmen natürlich Deutsch, macht die ganze Sache einfacher. Wir sehen schon, die GPU-Auslastung ist natürlich noch nicht so hoch. GPU, CPU, sieht alles im grünen Bereich aus. 60 Frames sollten auf jeden Fall hier möglich sein. Ansonsten muss natürlich noch gesagt werden, was ist Punch Club überhaupt? Punch Club ist so ein schönes Spiel, so ein Boxer-Simulationsspiel, wo man seinen Boxer trainieren muss, auf Wettkämpfe schicken muss, auf Turniere, gegen andere Leute kämpfen, aber das Ganze mit so einem leichten Augenzwinkern natürlich und einen schönen 80er Flair und natürlich in Pixel-Look. Okay, neues Spiel, starten wir mal. Wir nehmen erstmal normal. Dann gucken wir mal. Da ist mein Chatty. Oh, die Katze. Genau, das war das Ende des ersten Teils quasi. Darth Vader. Gib mir das Wort. Diese, ja, das Vader-mäßige, dass er mein Vater ist, der Bösewicht, ne? Tun jetzt so, als ob der erste Teil nur ein Traum war, oder wie? Oh, stimmt etwas nicht, mein Schatz, jo. Hä? Ist ein Schleimmama, du solltest nicht so mit deiner Mutter reden. Ciao, hä? Die Leute verändern sich über die Jahre. Okay. Wahrscheinlich trümmert das eher. Wir haben uns nie im echten Leben, haben wir uns nie getroffen. Okay. Was? Okay, sehr skurril. Jetzt kämpfe ich hier gegen Mufasa oder was? Okay. Ah. Okay, das ist von der Inszenierung her ganz cool. Wirft natürlich viele Fragen gerade auf. Was liegt da auf dem Boden? Hä? Was ist das? Okay, kann ich mit Schlägen und Tritten gewonnen werden? Ganz komischer Einstieg ins Game. Das Haus verlassen.
gerade, ob das Spiel überhaupt für meinen Sohn vom Alter her geeignet ist. So, das passiert ja jetzt hier nichts, ne? Leon, so lustig, oder? Genau, du hast bald Geburtstag, mein Schatz. So. Okay, jetzt gehen wir auf den Teppich und trainieren. Okay, jetzt hier Handeltraining? Nee. Mhm. Ungültige Anfrage. Kein Essen verfügbar. Okay, dann müssen wir mal... Mama, das ist schöner Humor. Wir haben nur nicht dafür bezahlt. Okay, das Essen ist nicht geklaut, wir haben nur nicht dafür bezahlt. Bin eine arme, kranke Frau. Jetzt geht das schon wieder los. Ich habe die besten Jahre meines Lebens einen Mann geschenkt, der Mama mich verlassen hat, als ich schwanger war. Nicht schon wieder. Ich werde einfach Henry fragen. Hey. Okay. X. Sieht das nicht cool aus? Hier die Karte. Okay, dann gehen wir zu Henrys Haus. Guten Morgen, Henry. Wenn das nicht mein Lieblingsnachbar ist, was gibt's, Kumpel? Wollen wir uns noch einen Retrofilm ansehen? Eigentlich habe ich ein Problem. Was passiert? Der Essensautomat funktioniert nicht mehr. Und du hast versucht, ihn festzuschlagen? Wir haben ihn gesperrt. Anscheinend haben wir die ganze Zeit Essen geklaut. Das ist nicht gut, aber das wusstest du doch noch nicht. Aber was sollen wir denn jetzt essen? Du weißt schon, dass du was einfach im Laden kaufen kannst, oder? Aber der ist außerhalb des Viertels. Mama würde mich nie gehen lassen. Bei allen Respekt vor deiner Mutter, du bist alt genug, um auf dich allein gestellt zu sein. Aber sie wird kein Problem mit haben, dass du einen Hamburger für deinen Lieblingsnachbarn kaufst. Vermutlich nicht. Hier, kauf dir mit dem Wechselgeld was zum Frühstück, in Ordnung. Aber der Laden ist doch gleich in die Ecke. Wett erwachsen, Junge. Erstmal mit dem Fuß am Bein kratzen. So, eine schöne Popcornmaschine, okay. Guck mal, ist doch nur ein Block weiter hier. Apu. Schöne Simpsons-Referenz. Okay, das ist ein Kopf und ein Einmachglas. Ja, und du sprichst. Was kann ich für dich tun? Warum? Weißt du, ich wollte mir ja den Körper eines jungen Sportlers kaufen, also habe ich meinen alten verkauft. Bevor ich den Ersatz kaufen konnte, gab es eine Krise. Blöde Schleime. Okay, auch was mit Schleim? Der Lebensmittelmarkt ist irgendwie zusammengebrochen, also muss ich jetzt so aussehen. Kaufen, okay. Clippy! Clippy aus Microsoft. Office ist das cool. Okay, Kumpel, drücke einfach den Knopf, um Gegenstände zu kaufen. Ich weiß, dass das hinkriegst. Wie hättest du sonst an dieses Spiel kommen können? Es sei denn, du hast es als Torrent heruntergeladen. Und das ist, weißt schon, illegal. Okay. Chip zur Zahlungsüberprüfung. Welchen Chip? Dein GPP-Chip natürlich. Ich habe keinen. So ein Quatsch, jeder Bürger hat einen. Zeig ihn mir bitte. Was gibt's Neues, Apu? Oh, hallo, Bobo Junior. Bist du gekommen, mich mal wieder auszurauben? Ach, mach doch mal bitte die Kasse auf. Auf jeden Fall nicht unter meiner Aufsicht. Ich rette dich, sprechendes Gurkenglas. Was? Was? Ich sagte, das haben wir gehört. Das haben wir gehört, aber wie wär's, wenn du stattdessen einfach diesen Schokoriegel nimmst und dich ver... Bin nämlich ein... Hey, Moment, das ist ein Slickers. Klasse. Bist du sicher, dass du dich einfach so davon trennen willst? Bitte nimm es. Ich werde den Laden ausrauben und mir neu besorgen. Oh, nett, voll nett von dir. Danke. Entschuldige, dass ich unterbreche, aber können wir uns jetzt wieder den Raub widmen? Oh, das hatte ich fast vergessen. Mach dich bereit zu kämpfen, du nachdenklicher Bastard. Du kannst Fähigkeiten in Slots einfügen. Jede Reihe hat eine Spezialisierung. Okay, Angriffsfähigkeiten, Verteidigungsfähigkeiten, Modifikatoren. Lass uns eine Angriffsfähigkeit verwenden. Tritt. Okay, was kann ich da noch? Schlag.
Verteidigung. Okay, ich habe keine Verteidigung, keine Modifikatoren. Da kann ich noch an Fertigkeiten. Ne, das sind seine. Okay. Okay, gucken wir mal, was passiert. Jawohl. Oh, und der vermöbelt mich. Ich glaube, der vermöbelt mich gerade wirklich. Ich habe verloren. Bleibt sofort stehen, ihr straffälligen Stinktiere. Aber er will kein Wort davon hören. Faustregel. Ihr kommt beide mit zur Polizeiwache. Da wird Mama aber böse sein. Danke, dass du mich verpfiffen hast, Mann. Das wäre echt übel für mein GPP. Keiner mag petzen. Okay. Möchte dir aber trotzdem danken. Komm zur Schleimfarm, wenn du einen Job brauchst. Lil Bobos Job. Darüber sollen wir mehr erfahren. Sag mir, mein Sohn, was hast du mit deinem GBP-Chip gemacht? Ich hatte nie einen, Sir. Keine Ahnung, wofür GBP überhaupt steht. Wie immer alles in der Welt ist das möglich. Also meine Mutter hat mich nie aus dem Haus gelassen und... Schande, dein Vater würde das nicht gut heißen. Hast du meinen Vater gekannt? Mama hat mir nie etwas über ihn erzählt. Er war ein Kämpferjunge, einer der ganz Großen. Der Rest der Information ist allerdings streng geheim. Ich muss das wissen, das ist sehr wichtig. Um an diese Information heranzukommen, mein Sohn, musst du ein Polizeibeamter sein. Okay, wenn du meinst, ich bin bereit. Nicht so schnell, du eifriges kleines Kerlchen. Zuerst brauchst du 2000 GBP und musst alle Gesetze lernen. Polizist werden, das hört sich toll an. Wegen der Schlägereien, Abuslan, ich werde dich nicht anzeigen. Klasse! Aber du verlässt das Polizeirevier nicht ohne einen Chip in deinen Kopf. Aber woher weiß ich, dass er mich nicht kontrollieren wird? Ich liebe diesen Kerl. Das ist genau das, wofür er da ist. Aber es ist nur mal zu deinem Besten dazu. GBP steht für gut Menschenpunkte. Je mehr du hast, umso besser bist du. Wenn du mehr als 9000 hast, bist du offiziell ein guter Mensch. Dann kommst du in die Oberstadt, wo alle deine Träume wahr werden. Wie kann ich sie bekommen? Normalerweise bekommt man GPP für Beiträge zur Wissenschaft, Wohltätigkeit und Kunst. Zum Beispiel ein tödliches Kampfsportturnier. Ja, in deinem Fall ist das wahrscheinlich der beste Plan. Jetzt machen wir dich zu einem vollwertigen Mitglied unserer glorreichen Gesellschaft. So, jetzt hast du einen Chip. So, sieht so aus, als hätte der Kampf dich ja mitgenommen. Am besten essen kann nicht schaden. Ein süßer Krimineller hat mir einen Schokoriegel gegeben. Dann iss ihn. Ich weiß noch, als ich das konnte. Oh, diese süßer, butterige Nougat. Hey du, bist du hungrig? Schau mal in deinen Multipass. Multipass haben wir auch noch. Multipass. Vielleicht ist da etwas Essbares drin. Okay. Multipass ist das hier. Hier findest du alle Lebensmittel, die du mitgenommen hast. Wähle aus, was du essen möchtest. Lecker, übertreib es nur nicht mit den Snacks, Großeltern. Du willst doch nicht, dass Mama anfängt zu schimpfen. Oh, noch etwas. Jeder Kämpfer sollte Silvers Fitnessstudio besuchen. Er ist der beste Ort zum Trainieren. Klar, aber zuerst muss ich ein ernstes Gespräch mit meiner Mutter führen. Übrigens, das Spiel liegt bei 20 Euro. Knapp ein Gigabyte groß. Also ein wirklich nicht großes Spiel. Es kommt ja nicht immer auf die Größe an. So, gehen wir mal wieder zu der Mutti. Ja, natürlich jetzt der Einstieg ist natürlich noch ein bisschen linear. Wo warst du? Ich habe mir große Sorgen gemacht. Warum hast du mir nicht die Wahrheit über meinen Vater gesagt? Was? Wag es nicht so mit mir zu reden, junger Mann. Sag es mir einfach bitte. Ist er verschwunden? Nun, dein Vater war ein Kämpfer, der größte Kämpfer, den es je gab. Vielleicht ein bisschen zu groß für sein eigenes Wohl. Gleich nachdem ich erfuhr, dass ich schon war, nahm er am größten Turnier der Welt. Ich habe versucht, mit ihm zu reden, aber er wollte nicht zuhören. Peter Ayadri, ich muss mich konzentrieren. Pah, natürlich hat er gewonnen, danach, puh, weg ist er. Ist er weg? Wurde er ermordet? Keine Ahnung. Ehrlich gesagt, ist mir das auch egal. Er hat sich nie um dich oder mich gekümmert oder um uns. Warum sollten wir ihn also hinterherweilen? Jetzt, wo hast du dich herumgetrieben? Ich war da bei der Polizei, ich wollte etwas wissen über ihn, im Gegensatz zu dir, und sie nehmen mich auf. Aber alles, was sie tun, ist sich gegenseitig verprügeln und mit den Bürgern. Wie heißt das noch gleich? Die Faustregel wird jetzt geradezu ein Haufen blauer Flecken und Gehirnerschütterung. Welche andere Wahl habe ich denn, Raketenwissenschaftler zu werden? Wenn die Faust in dieser Stadt das Gesetz ist, dann werde ich der Größte. Fäuster? Fäustling? Wie auch immer, ich werde genau wie mein Vater sein, damit basta. Was aber? Keine Ahnung, du hast mich schon viel zu lange zurückgehalten. Und jetzt entschuldige mich, ich muss zu einem Vorstellungsgespräch. Erstes Kapitel. Und jetzt noch Police Academy ein? Das sieht mir das ja schon fast so aus, ne?
Hast du schon gegessen? Nein, ich bin immer noch hungrig. Nimm dir lieber etwas, bevor du gehst, Großer. Oh, Kühlschrank. Ich dachte, wir haben nichts. Okay, Essen aus dem Laden. Das muss erstmal zubereitet werden. Zubereitungszeit ist hier angegeben. Es ist gesünder und herzhafter als Fastfood, aber das hat die Mama schon gesagt, oder? Drück den Knopf und zu essen kommen. Jetzt bist du bereit für tolle Sachen. Mal sehen, was diese schöne neue Welt für dich bereithält. Öffne deinen Multipass. Ah, hier, der Aufgabenbaum. Du kannst Henry den Burger bringen, um den er gebeten hat. Oder mit Little Bobo die Arbeit auf der Farm sprechen. Oder Silvers Fitnessstudio besuchen. Es liegt ganz bei dir. Viel Glück, Kumpel. Ah, ist halt so ein bisschen dieser Rollenspiel-Aspekt, ne? Aber ich glaube, wir müssen erstmal... wir haben den Bobo, den Burger sollten wir vielleicht nochmal bringen. So, gehen wir nochmal hier in unsere Kajüte. Trainieren wir nochmal eben kurz. Es ist ja nämlich immer wichtig zu trainieren. So, und jetzt gehen wir zu Henry. Jetzt läuft immer Zeit mit. Muss man aufpassen, ob man genug schläft, glaube ich, und sowas. Ne? Hallo Henry, hier ist dein Burger. Tut mir leid, dass es lange gedauert hat. Ein Kumpel, was ist passiert? Ich wurde irgendwie verhaftet. Wow, geht es dir gut? Also eigentlich haben sie mir einen Job angeboten und eine Chance herauszufinden, was mit meinem Vater passiert ist. Ich hab's dir gesagt, Junge. Und was das Geld angeht, ich wollte es nie zurück. Das Wechselgeld gehört die ganze Zeit dir. Richtig. Verstehst du das? Das ist ein Wortspiel, weil ich dir quasi geholfen habe, deine Gewohnheiten zu wechseln. Und du hast echt viel zu viele kitschige Filme gesehen, Henry. Okay. Willst du eigentlich noch einen Film mehr ansehen, so wie in den guten alten Zeiten? Echt einen Film. Einen alten Actionfilm aus den 80er Jahren. Klar, schalten wir ihn ein. Du wirst ihn lieben. Hm. Ach, 90 aufregende Minuten. Mann, da war das krass. Ja, die guten alten Actionfilme, mit denen bin ich aufgewachsen. Ich bin hergekommen, um Eis zu essen und euch den Arsch zu versohlen. Und ich habe mein Eis schon aufgegessen. Und dann hat der Gewichtheber ihnen den Arsch versucht. Und der Anfang war auch gut. Du bist gerade über diese Hantel getreten. Dieser Schritt war dein letzter. Tritt niemals über die Hantel. Tritt niemals über die Hantel. Dieser Film, tritt niemals über die Hantel. Wow, das war ein guter Film. Immer, du hast etwas Oldschool-Respekt. Schauen wir mal, was wir damit machen können. Okay, Oldschool-Respekt. Das sind die Vorteile aus dem Film, die du mit USR freischalten kannst. Oldschool. Vorteile lassen dich cool aussehen, während du dein Ding durchziehst. Wer ein Vorteil, der cooler ist als die anderen. Okay. Okay, der knifflige Teil, was muss ich tun? Ein unbedeutender Sieg, aber dennoch ein Sieg. Jetzt weißt du, wie du in den Augen der alten Schule cool aussehen kannst. Wir hatten also eine tolle Zeit, Nachbar. Wenn du das nochmal machen willst, ich weiß, dass Apu ein paar alte Kassetten hat. Ich hoffe, er braucht sie gerade nicht. Kannst du bitte von ihm holen? Ja, ich frage ihn danach. Ah, hier, guck mal, kann man sich auch noch mal alles anschauen. Benachrichtigung. Ohne Kassette. Grundlagen. Bilder. Hamburger Leon. Genau, mein Sohnemann. So. Das Spiel macht schon mal definitiv Laune. Hier ist Bobos Farm. Fitnessstudio. Jo. Ja, da waren wir schon, ne? Aber die kommen wir gar nicht hin. Polizeiwache gibt es hier gar nicht. Hier sonst eigentlich noch irgendwie hoch. Ach, doch, könnten wir sogar noch mal, aber brauchen wir gerade nicht. Ich glaube, wir wenden uns erstmal ein Fitnessstudio an. Geht nicht? Wieso nicht? Wieso kann ich jetzt nicht ins Fitnessstudio? Zu spät, zu weit. Ich gehe noch mal in mein altes Haus. Okay, weil vielleicht sollte ich jetzt erstmal vielleicht pennen oder so. Kann ich das überhaupt hier irgendwo? Ja, interagieren. Und wir pennen eine Runde. Oh, voller Energie und los geht's weiter. Na, wie gesagt, hat so ein bisschen like Rollenspiel-Aspekte ja auch. Jetzt können wir bestimmt zum Fitnessstudio. Nee, ist zu weit weg. Wieso Dauer 8 bis 22 Uhr? Ach, die haben zu. Damit muss ich auch noch aufpassen. Ah, gucke an.
Der hat immer auf. Abrufsladen hat auch auf, klar. 24-Stunden-Service, Polizei auch auf. Okay. Also, liebe Freunde, ich glaube, da machen wir ein kleines Let's Play drauf. Da habe ich gerade echt Bock auf dieses Spiel. Mal schauen. Das wird definitiv weitergezockt. Ja, das wird definitiv weitergezockt. Also, liebe Freunde, danke fürs Einschalten bei Punch Club 2 Fast Forward. Würde mich freuen, wenn ihr ein Abo da lässt und ein Like. Ansonsten sage ich nur, once you get a deck, you never go back. Ich map mich ab unter Deck.